Oder hat er gedacht, dass seine Kollegen ihm da was abnehmen? Erleichtern. Ich sag's euch, wie es gibt. Du bist erst tot, wenn du aufhörst, dich zu bewegen. Okay. Und was, wenn man tote Augen hat? Ey. Mach hier keine Dummheiten. Hier sind 6 Vorratsfässer. Das ist ja fantastisch. Sieht so aus, als wäre unsere Versorgung fürs Erste gesichert. Das ist mir ein paar Münzen wert. Das ist schön. Zeig mir deine Ware. Säbel, Expeditionsflinte, eine Donnerbüchse. Schrotflinte. Brandöl, Piratendolch, guter Dreispitz. Schwerer Mantel. Eine Nietenhose. Oh, die ist besser. Wobei wir auch einschüchtern haben. Wobei, was verwenden wir das? Eine 150 Kugeln, das wollen wir auch haben. Voodoo-Puppe, Duelldegen, eine Kanonenkugel. Das macht keinen Sinn für mich. Aber ich nehme, was war das, die Hose? Ein bisschen mehr Schutz. Zeig mir das. Aber ich werde die andere nicht verkaufen, falls wir Sonne brauchen. 1100. Also wenn ich jetzt bis Ende des Spiels noch eine Kugel brauche, dann haben wir nur starke Gegner gefunden. Oh ne. Gleich scheppert's wieder, ne? Ja. Vielleicht klärt Bärchen sich das auf. Enturo, bist du dabei? Komm. Wir gehen mal im tiefsten Regen los. Vielleicht setzen uns die Viecher da nicht im Brand, ha? Mal gut hinbekommen. Na endlich. Ich dachte schon, wir kommen hier nie weg. Geduld, Venturo. Wir brauchen bei dieser Sache einen klaren Kopf. Wir haben schon genug Zeit verschwendet. Corrientes ist schon seit Tagen in diesem verdammten Dschungel. Wir müssen uns beeilen. Wir werden sie finden. Ja, aber ob sie dann noch leben, ist die Frage. Jetzt geh schon, ich folge dir. Alles gut, entspann dich, Digi. Wir sind auf dem Weg. Wir sind so heftig. Oh, da. Hier gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Was denkst du, wo die Expedition langgegangen ist? Schwer zu sagen. Ich schätze. Ja. Ogucho, Halima Gucho, Kabuki Bambule. Was ist los? Habib braucht Hilfe. Kabuki, sie kommen und überfallen Habib. Was ist denn überhaupt passiert? Habib war auf der Jagd. Da kamen sie aus dem Gebüsch. Sie haben mir auf den Kopf geschlagen und meine Jagdbeute gestohlen. Ich brauche sie zurück, Gucho. Sonst kann ich nicht nach Hause. Was ist ein Jäger ohne Beute? Das stimmt. Hast du vielleicht einen Piraten namens Harlock? Ja, Gucho. So nennen sie ihren Anführer. Er hat mir das Fleisch gestohlen. Ein Koch, der Eingeborenen das Fleisch klaut? Klingt wie ein schlechter Witz. Was? Schon gut. Ich werde dir deine Jagdbeute wieder beschaffen. Oh, ich bin so erleichtert, Gucho. Aber bereite dich gut vor. Sie sind hinterhältig und stark. Lass das mal meine Sorge sein. Wo sind die Piraten, die dich überfallen haben? Folge dem östlichen Weg den Hang hinauf. Du findest sie auf der anderen Seite der Brücke. Andere Seite Brücke. Das kriegen wir hin. Osten. Ist das hier Osten? Ja, da hinten. Okay. Die holen wir uns. Hamas, so. Hamas. Jamas da Hamas. Geisterlilie. Ja. Wir bekommen halt Sachen auf. Da ist er weg. Boah, bei dem Wetter zu kämpfen ist aber auch anstrengend. Kann nichts mitnehmen. Seht ihr? Ich kann nichts mitnehmen. Okay. Und dann holen wir uns die Piraten auf der anderen Seite, würde ich sagen.
Nuhu. Kein Empfangskomitee, kein gar nichts. Es hieß, sie sind hinterhältig. Sollen sie uns nur besuchen kommen? Eieieiei. Da wollte ich gerade was anderes machen. Wollte ich gerade einen anderen Move machen. Danke für deine Mithilfe, Bruder. Okay. Also es gibt mehrere Ecken, wo die sein können. Ich gehe mal hier gucken, was es gibt. Oder sie meint dahinter hinter der Brücke, nicht über der Brücke. Ey, ich werde gleich schlafen gehen müssen. Das ist Wahnsinn, ne? Boah. Es scheppert ständig. Ständig und überall. Das sind sie ja auch da hinten am Hang, ne? Das könnte auch sein. Können wir mal nicht plündern, ne? Aus keiner Perspektive. Und hier ist noch eine Fackel. Aber hier ist niemand. Da oben ist lediglich eine Truhe. Und ein Pokopilz. Blutdorn. Okay, also die müssen tatsächlich da drüben sein. Ich würde... da oben ist auch noch was. Komm, wir gehen da mal hoch. Also, ich überlege mir gerade echt... Warte mal, wir probieren es noch. Es tut mir leid, dass ich das machen muss, aber ich werde jetzt einfach... So. Es ist unerträglich. Es ist so anstrengend auf Dauer. Und das Problem ist ja, es taucht ja nicht... Es wäre ja schön, wenn es vielleicht einmal auftaucht, zweimal auftaucht oder so. Wisst ihr, was ich meine? Aber es taucht ja jeden Tag gefühlt auf. Also, oder zumindest kommt es mir so vor. Und das geht halt nicht. Und da muss man halt aber auch das Gewitter wirklich mal ein bisschen anpegeln, weil das ist so schlecht eingestellt. Also wirklich, da muss man auch den Entwicklern das mal sagen, weil, gut, okay, das Spiel ist ja viel zu alt und da wird nichts mehr dran gemacht, ne? Aber da muss man sagen, egal wer mal ein Entwickler sein will oder so, achtet immer darauf, dass ihr den Sound in den Spielen nicht übertreibt. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du ohrenbetäubenden Lärm hast. Genauso wie zu laute Wasserfälle gibt es auch sehr häufig. Siehe Faratan. Damals, als die Demo draußen war, war der, also wurde natürlich nachgebessert, aber das war eine Katastrophe in allen Phasen, was den Sound bei dem Wasserfall anging. Boah, das geht halt null. Das geht wirklich null. Zumal, das sind ja nur, man muss es ja nur selber spielen, also, und dann weißt du, okay, das Spiel ist zu laut. Ja. Wenn es zu leise ist, ist auch nicht gut, aber zu laut, also, man muss sich halt überlegen, im Vergleich zu allen anderen Sounds, ja, ist das Gewitter so furchtbar laut geworden. Na, das ist das. Es geht mir nicht um das Gewitter drin, sondern es geht lediglich um den Faktor darum, dass du bist so gut wie tot, hier waren sie. Dass das im Verhältnis zu den anderen Sounds halt einfach viel zu laut ist. Aua. Guter Schuss, würde ich meinen, ne? Den einen Hammer. Den zweiten Hammer fast. Hammer. Da hinten ist der Harlock. Ja, ich auch nicht. Haben wir den...
Ich würde mal sagen, wir haben einige den Orkus runtergespült. Na schön. Du hast mich besiegt und meine Jungs getötet. Also, was zum buckligen Klabautermann willst du? Ich will Captain Stahlbarts Tagebuch. Was? Stahlbarts? Na, das habe ich schon ewig nicht mehr. Und selbst wenn, wer bist du, dass ich es dir geben sollte? Ich bin Stahlbarts Nachfolger und beanspruche mein Erbe. Stahlbart ist tot? Ich habe ihn lange gekannt. Tja. Aber dein Gesicht kenne ich woanders her. Ja. Moment mal, jetzt weiß ich wieder, wer du bist. Du warst doch der Kerl, der mir den Mord an Hemmler anhängen wollte. Nur weil der Mörder mein dreckiges Käsemesser benutzt hat. Aber ich habe den richtigen Mörder noch gefunden. Ja, das hast du wohl. Also, nehmen wir an, ich führe dich zur Schatzinsel. Was bekomme ich dann? Was verlangst du? Pass auf, ich sag dir was. Wir können den Schatz eh nicht heben, ohne Stahlbarts Fallen zu überwinden. Du weißt von den Fallen? Nun, er hat sie in seinem Tagebuch erwähnt. Wenn du seine Hinweise findest und sie mit mir teilst, führe ich uns zur Schatzinsel. Oh. Deal? Hm, na schön. Wir sehen uns auf meinem Schiff. Unter Deck ist bestimmt noch ein Plätzchen für dich frei. Hi, Captain. Dankeschön. Ich glaube nicht, dass die Expedition hier vorbeigekommen ist. Gehen wir lieber weiter nach Süden, wenn wir sie finden wollen. Aber ich muss ja noch was für den Kollegen machen. Wir haben hier ja bewusst... Einst war der Piratenalmanach das wichtigste Buch neben dem Kodex. Er enthält alle wichtigen Geschichten der Piratenraubzüge und die Erfahrung der größten Kapitäne. Das würde ich gerne als erstes machen. Heute soll sich der Almanach in Kapitän Stahlbarts Besitz befinden. Interessant. Genau, das ist der Almanach, von dem ich euch schon erzählt habe, dass es den gibt. Ich wusste gar nicht, dass es eine kleine Story dazu gibt. Schön. Super. Dann würde ich sagen, ab zum Schiff. Ich will mir das Unwetter auch nicht mehr antun. Dem anderen geben wir diesen sein. Mist, Karl Harlock haben wir schon mal. Jetzt wird's langsam. Jetzt wird's langsam spannend, da hast du recht. Der ist irgendwo unter Deck, ne? Übrigens. Ich muss sagen, ich habe schon auf schlimmeren Schiffen angeheuert. Okay, und das heißt? Ich sag mal so, wenn ich in jeder Holzsacke der faule Gestank der Inquisition stecken würde, wäre es ein verdammt guter Kang, Sir. Gut, dann kann ja gar nichts mehr schief gehen. Aye, aye, Captain. Guter Mann. Aber was haben wir von ihm, dass er dabei ist? Er ist halt dabei, ne? Ey, hallo. Ich habe Stahlbarts verlorene Tagebuchseiten. Na, das klingt doch schon viel besser. Ich konnte allerdings nur drei Hinweise finden. Eine Tagebuchseite fehlt. Tatsächlich? Ich weiß nichts von einem vierten Hinweis. Ich denke, wir haben alles, was wir brauchen. Also ich habe meinen Teil erfüllt. Was ist mit dir? Ich habe den Weg zur Schatzinsel noch im Kopf. Ich zeige euch den Weg und auf der Überfahrt werde ich mir die Hinweise einmal ansehen. Wenn wir angekommen sind, bin ich wieder ein freier Mann. Einverstanden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Schatzinsel als nächstes. Und dann bekommen wir viele Erfahrungspunkte. Das hätte man ganz am Anfang machen können, weil wir bekommen ja immer 10% mehr. Aber who cares? Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Da ist die Schatzinsel. Long John. Warum auch immer Long John? Oh, es hört auf zu scheppern, Alter. Sorry. In allen Ehren, aber das Sounddesign dieses Spiels. Oh, ich will mich nur ärgern. Da wären wir, Kollegen. Na gut, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ach Gott, wir müssen das ganze Gespräch nochmal machen mit ihr, ne? Boah, Mann. Ey, ohne Mist. Ich bin so genervt von dem Spiel. Ich werde das jetzt nur noch einfach so klatsch wegmachen, so schnell es geht. Ich hab echt gar keinen Bock mehr drauf. Ich schwör's euch. Bei Stahlbartsbart. Auf Risen 3 ist ein bisschen entspannter.
Aber ich wollte halt Risen 2 gerne durchhaben. Ich muss zugeben, ich habe echt Spaß. Da sind wir endlich. Das ist das Abenteuer, von dem ich immer geträumt habe. Dann kommst du mit. Hoffentlich wirst du nicht enttäuscht. Wenn der Schatz noch hier ist, dann werde ich schon finden, was ich will. Und was genau soll das sein? Ich meine, wir machen diesen ganzen Aufwand doch nicht etwa wegen einer Handvoll Gold, oder? Das Gold kannst du behalten. Ich bin auf der Suche nach einigen Erinnerungsstücken meiner Familie. Hm. Insbesondere meiner Mutter. Was denn noch ein Stolperer? So? Erzähl mir mehr über deine Mutter. Sie war eine Schönheit. Mein Vater hatte sie vor langer Zeit auf dem Festland bei einem Hafenfest kennengelernt. Aber auf seine Kaperfahrten hat er sie nie mitgenommen. Die meisten Seeräuber glauben, dass Frauen an Bord Pech bringen. Und was ist aus ihr geworden? Ich bin nicht ganz sicher, aber über diese alten Geschichten können wir uns auch ein anderes Mal unterhalten. Jetzt gehen wir erstmal auf Schatzsuche. Dann komm mit. Komm mit. Gut. Sagen wir es mal so, ne? Wir haben nicht wegen ihr die Probleme. Jetzt kann man das Auto wieder hochmachen. Oh, bisschen mehr Effekte hier. Gott, oh Gott. Na, jetzt gehen wir mal runter zu Harlock und sagen dem Kumpel, los geht's. Siehst du, ich habe mein Wort gehalten. Sieht so aus, als wären wir jetzt quitt. Sind wir. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ich erwarte nicht, dass du mir traust. Geh schon, such deinen Schatz. Ja. Und du kannst dich abmachen. Tschüss, gern. Kannst hier bleiben oder so, ist mir egal. Na, los geht's. Zur Insel rudern. Am besten, wir gehen Schritt für Schritt vor. Guck doch mal, ob du einen Weg ins Innere der Insel findest. Wenn wir nicht weiterkommen, helfen uns bestimmt die Tagebuchseiten meines Vaters irgendwie. Na, hoffentlich. Das meine ich. Du trittst eine fucking Insel und das Erste, was passiert, ist stürmt. Nimm's mir nicht übel, ich habe echt gar keinen Bock mehr drauf. Egal, was du tust, es stürmt. Ich bin nochmal bis Mittag schlafen in der Hoffnung, dass der blöde Sturm vorbei ist. Es ist so annoying. Also wenn das jetzt nicht aufhört, dann raste ich aus, ne? Komm mit. Ei! Boah, ey, ich genieße dieses Spiel so gar nicht gerade. Okay, das muss halt so sein. Aua. Weil es ist Stahlbads Strand. Ich weiß nicht, warum man das macht. Warum? Ich bin so erneut gerade. Aber so richtig erneut. Ich meine verärgert. Ich bin so richtig sauer gerade wegen dem Spiel. Es kann doch nicht deren Ernst sein. Es gibt halt Sachen, die macht man halt so nicht. Dann sind halt diese komischen Versunkenen, so heißen die. Meine, ja, ich, ja. Aua. Ruft er mich noch, der kleine Drecksack? Oh, warum hat er zwei gehabt? Na, ist ja auch egal. Ah ne, das war die von dem da. Und das Problem ist, alles, was hier passiert, ist einfach nur, ja. Aua. Ist halt jetzt alles ohne schönen, ja, Kontext, sag ich mal, ne, Untermalung oder so. Also das Spiel ist soundtechnisch eine große Katastrophe. Auch für euch, ne. Was ich auch voll verstehe. Das tote Piratenanhänger, Perle, herzlichen Glückwunsch. Erstmal, wohin wir müssen eigentlich? Nee, ne? Gehen wir halt mal hier lang. So. Okay. Warte mal.
Irgendetwas stimmt hier nicht. Sieh dir mal diese Knochen an. Was zur Hölle ist hier passiert? Psst. Hast du das auch gehört?